Heute beim Elektrischen Reporter: digitale Anwälte, ausnahmslos und Arbeit in der Zukunft. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Dass die Digitaltechnik den Arbeitsmarkt geradezu umpflügt, dürfte inzwischen jedem klar sein. Mittlerweile hat die Revolution sogar Sektoren erreicht, die bislang als weitgehend sicher galten. Das Anwaltswesen beispielsweise, wie unser erster Beitrag zeigt. Ralf Michael Schmidt ist Anwalt. Tausende Verträge hat er mit seiner Firma Smart Law für seine Kunden schon angefertigt. Nur gesehen hat er noch keinen von diesen Klienten. Denn seine Kanzlei gibt es nur als Website. Das ist halt alles auch automatisiert. Deswegen ist das natürlich der große Vorteil, dass man nicht jetzt ruft kein Kunde bei uns an und möchte gerne einen Arbeitsvertrag mit den und den Daten, sondern er gibt das halt selber ins System ein und im Hintergrund arbeitet dann das System. Maßgeschneiderte Verträge verspricht Schmidt seinen Klienten. Juristische Dienstleistungen aus dem Netz. Für den Bruchteil eines Anwaltshonorars soll der Kunde Vertragsmuster erhalten, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und natürlich auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung. Dazu klickt sich der Klient durch einen Online-Fragebogen, während im Hintergrund das System einen weit verzweigten Entscheidungsbaum abarbeitet. Befristet ja, nein, wenn nein, weiter zur nächsten Frage, wenn ja, auf wie viele Monate und so weiter. Die Idee dazu kommt Schmidt, wie soll es anders sein, als er selbst einen Vertrag braucht. Man sucht dann so ein bisschen im Internet, hat so seine Formularbücher, auch als Anwalt natürlich dann irgendwie zu Hause, sucht sich das raus, schreibt dann da Sachen rein, streicht was durch, ergänzt was, ist sich am Ende aber tatsächlich auch selbst als Anwalt dann unsicher, also ja, als Jurist dann unsicher, ob das jetzt auch wirklich rechtssicher ist. Legal Tech nennt sich die Branche, zu der auch Smart Law gehört. Und die arbeitet daran, Anwälte durch Computerprogramme zu ersetzen. Nico Herting hat bereits vor 15 Jahren ein Buch über die Digitalisierung des Anwaltsberufs geschrieben. Seinen Kollegen stellt er, damals wie heute, kein gutes Zeugnis in Sachen Computerkompetenz aus. Anwälte sind mehrheitlich konservativ und so sie ein bestimmtes Alter haben, auch ja, sehr in ihren Gewohnheiten oft verhaftet. Das ist sicherlich, dass die Anwälte sicherlich nicht an der Spitze der Digitalisierung stehen. Ein großer Fortschritt, so glaubt Herting, wäre es schon, wenn Anwälte in Zukunft ihre Akten nicht mehr auf Papier führen würden. Oder wenn Behörden Dokumente elektronisch annehmen würden. Dann könnten zumindest endlich die Faxgeräte aus den Kanzleien verschwinden. Dabei waren die Visionen schon mal kühner. In den 70er Jahren zum Beispiel. Da gab es viele, viele tolle Leute an den Universitäten, die eigentlich die Vision hatten, dass man einen Fall eines Tages mal einfach mit dem Computer lösen könne. Diese Visionen haben sich jedenfalls in der, so wie man sich das vorgestellt hat, nie so ganz realisiert, eigentlich bis heute nicht. Recht als Rechenprozess, das Produkt von Smart Law, ist also gar nicht mal so neu. Doch erst mit dem Internet bekommen diese Ideen aus den 70ern wieder neuen Schwung. Trotzdem braucht auch Smart Law immer noch echte Anwälte. Als Designer der Frage- und Antwortketten auf ihrer Homepage. So wie die Arbeitsrechtlerin Sabine Feindura. Es fließt also im Prinzip schon die Berufserfahrung meiner gesamten Anwaltslaufbahn dort ein, weil ich da alles zusammenraffen muss, was ich jemals in meiner Praxis an Fällen hatte, um möglichst weitgehend vorauszudenken. Immer mehr Juristen erkennen das Potenzial des Internets für die Zukunft ihres Berufsstandes. Und natürlich liegt der Gedanke nahe, dass das Netz tausende Anwälte in die Arbeitslosigkeit schicken könnte. Weil der Computer die gleiche Arbeit schneller und billiger macht als der Hochschulabsolvent. Dass deshalb in Zukunft scharenweise arbeitslose Anwälte bei ihm anklopfen, glaubt Schmidt trotzdem nicht. Wir können ja wirklich nur Standardfälle abbilden. Das ist zwar natürlich auch die Mehrzahl. Aber wir können ja auch nicht nachgelagert, wenn es dann zum Rechtsstreit mal kommt. Da sind wir ja natürlich auch außen vor. Das müssen dann wieder echte, lebendige Anwälte machen. Fristgerecht per Fax. Vorerst.
Denn bis es Anwaltsroboter gibt, die sich vor Gericht einen Schlagabtausch mit Staatsanwalt und Gegenseite liefern können, ist es noch ein weiter Weg. Und so sind die digitalen Anwälte im Netz vor allem eine neue Möglichkeit, sich in Alltagsdingen juristisch abzusichern. Für all die Kleinigkeiten im Leben, für die man nicht extra einen Anwalt beauftragen möchte. Bei der Berichterstattung über häusliche Gewalt oder über sexuelle Belästigung kann man bei manchen Medien regelmäßig eine gewisse Einseitigkeit beobachten. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Jasna Strick, ich bin Autorin und feministische Aktivistin und ich twittere unter anderem unter ausnahmslos.org. Hinter ausnahmslos stehen 22 unterschiedliche feministische und antirassistische AktivistInnen. Wir waren alle schon vorher aktivistisch tätig. Nach den Vorfällen der Silvesternacht in Köln haben wir uns als feministische und antirassistische AktivistInnen gedacht, dass man der Debatte eine Stimme hinzufügen muss, weil es ging sehr schnell nicht mehr um sexualisierte Gewalt, sondern vor allen Dingen um eine rassistische Agenda. Und wir wollten nicht, dass Feminismus so benutzt wird und wir wollten gerne, dass über sexualisierte Gewalt sachlich debattiert wird. Bei Ausnahmslos ging es uns darum, natürlich an erster Stelle die Taten zu verurteilen. Es ist uns sehr wichtig, dass die Taten aufgeklärt werden, dass den Opfern geglaubt wird. Aber uns ging es eben auch darum zu sagen, wir müssen über sexualisierte Gewalt debattieren, aber wir dürfen dabei nicht so tun, als ob sich um ein islamisiertes Problem handelt, als ob irgendwie Geflüchtete jetzt sexualisierte Gewalt nach Deutschland bringen würden. Das ist faktisch nicht der Fall. Das gibt es in Deutschland leider schon sehr viel länger und das Problem ist schon sehr viel länger akut. Die bekanntesten Negativfälle in den Medien, was die Berichterstattung über die Vorfälle in Köln angeht, sind, glaube ich, die Süddeutsche Zeitung und der Fokus, die beide extrem rassistische Cover rausgebracht haben und hatten halt Titelseiten, wo dann so weiße Frauenkörper zu sehen waren, die so angedeutet waren mit schwarzen Handabdrücken, wo eben ganz klar war, in welche Richtung das geht, auch dass die nicht über sexualisierte Gewalt einfach berichten können, sondern eben immer deutlich machen müssen, es geht um weiße Frauen, die von schwarzen, arabisch aussehenden und was auch immer dafür Bezeichnungen verwendet werden, eben von solchen Männern angegriffen werden. Und das waren eben genau die Bilder, gegen die wir uns gerichtet haben, genau die Ebene, auf der wir nicht diskutieren möchten. Es ist wichtig, dass das Thema sexualisierte Gewalt, aber auch das Thema Rassismus nicht mit der Debatte um Köln verschwindet. Sexualisierte Gewalt, also der Kampf gegen sexualisierte Gewalt, muss jederzeit politische Priorität haben und das Gleiche gilt auch für Rassismus. Zurück zur Digitalisierung der Arbeitswelt. Zusammen mit den immer komplexer werdenden Berufsbildern ändern sich auch die Methoden, wie Unternehmen offene Stellen besetzen. Das Arbeitsamt spielt hier keine Rolle mehr, wie unser nächster Beitrag zeigt. Vor gar nicht so langer Zeit war Personalbeschaffung für Unternehmen noch einfach. Eine Anzeige in der Zeitung oder auf einem Jobportal schalten und dann die besten Bewerber zum Vorstellungsgespräch einladen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Denn durch neue Anforderungen im Job und den demografischen Wandel haben sich die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt umgedreht, sagt der Wirtschaftsinformatiker Tim Weitzel aus Bamberg. Ein Drittel der offenen Stellen ist kaum oder nur mit sehr viel Mühe zu besetzen, teilweise gar nicht. Branchen wie die IT oder auch große Teile des Mittelstandes haben es da besonders schwierig. Also hat sich geändert, wie rekrutiert wird. Die Kandidaten werden anspruchsvoller, die Unternehmen werden sehr viel offener, mehr anzubieten. Deshalb gehen einige Unternehmen neue Wege, um passende Kandidaten zu finden. Ein Trend in den Personalabteilungen: Data-Driven Recruiting. Das heißt, die Firmen engagieren nicht länger menschliche Headhunter oder Personalberater, um Stellen zu besetzen, sondern setzen zunehmend auf Algorithmen und smarte Maschinen. Der Vorteil? Diese können sehr viel schneller, sehr viel mehr Kandidaten scannen. Weitere Chance für Unternehmen, wenn man Maschinen in die Prozesse aufnimmt, wenn man eine Systemunterstützung ausweitet, sind natürlich zum einen, dass die offenen Stellen besser passgenauer besetzt werden können. Zweitens, dass man vielleicht es schaffen kann,
geeigneten Kandidaten besser, früher und präziser zu identifizieren, anzusprechen und damit auch eher einzustellen als die Konkurrenz. Talente schneller finden als die Konkurrenz. Genau das verspricht das Berliner Recruiting-Startup Talentwunder. Ihr Algorithmus durchsucht Profile auf Business-Netzwerken wie Xing und LinkedIn, GitHub und ResearchGate nach passenden Kandidaten. Und berechnet dann den Wahrscheinlichkeitswert dafür, dass sie oder er auch offen ist für ein Jobangebot. Den berechnen wir zum Beispiel dadurch, dass wir sagen, wie lang ist die Person in diesem Job, aber auch Faktoren, zum Beispiel, wann war das letzte Profil-Update und was wurde geupdatet. Wir haben zum Beispiel erkannt, dass ein starkes Signal für einen Jobwechsel auch ist, wenn jemand ein neues Profilfoto hochlädt und sich damit eben hübsch macht für einen neuen Job. Solche Informationen sollen es Unternehmen ermöglichen, den richtigen Menschen schon anzusprechen, bevor dieser überhaupt nach einem neuen Job sucht und dann vielleicht bei der Konkurrenz landet. Auch das Hamburger Startup Talerio nutzt Daten, um Unternehmen und Menschen passgenau zusammenzubringen. Doch bei Talerio verlässt man sich nicht auf Informationen aus sozialen Netzwerken. Stattdessen müssen alle Kandidaten einen 30-minütigen Online-Test absolvieren und zeigen, was sie wirklich können. Er testet unterschiedliche Dimensionen ab, sind Dimensionen wie Fachwissen oder wie sorgfältig bin ich, wie löse ich Probleme, wie gehe ich an Problemstellungen ran, löse ich schnell, löse ich langsam, also was bin ich da für ein Typ. Dieser ganze Test umfasst am Ende sehr, sehr viele Datenpunkte, die wir dann zu einem Datenprofil zusammensetzen. Für Barke hat dieser Ansatz natürlich gewaltige Vorteile. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Jobsuchende. Sind Sie einmal mit Ihrem Profil in der Datenbank zu finden, müssen Sie nicht Ihre Lebensläufe anpassen oder Bewerbungsschreiben rausschicken. Gleichzeitig werde ich wirklich nur auf den Daten und Fakten bewertet, die eben der Test oder die Daten ergeben haben. Das heißt, ich kann nicht auf irgendwelchen subjektiven Kriterien, basierenden Kriterien diskriminiert werden. Sei es die Hautfarbe, sei es die Herkunft, sei es mein Abitur. Vorurteilsfrei, objektiv, schnell und präzise wollen die Jobvermittlungsautomaten aus dem Netz also sein. Tim Weitzel ist trotzdem skeptisch, dass schon bald die Algorithmen alle Personalberater ersetzen. Der Mensch soll von naiven, von banalen Routineaufgaben entlastet werden, weil die Maschine einiges besser kann. Dadurch kann die Maschine Zeit freisetzen, die es dem Recruiter erlaubt, Dinge zu tun, die er wiederum besser kann. Beispielsweise kann die Maschine besser 10.000 Lebensläufe durchsuchen. Dafür kann der Recruiter wahrscheinlich besser mit den Kandidaten reden. Bis nun noch eine kluge Maschine Bewerbungsgespräche führt, wird es also noch dauern. Und sollte es dann tatsächlich irgendwann soweit sein, wird sie wahrscheinlich eh keine Menschen mehr einstellen, sondern lieber einer anderen Maschine den Job geben. Immer an die Arbeit, Voltaire. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.